Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt. Unser Thema heute: Wie schneide ich einen Edelflieder? Hinter der Kamera, wie gesagt, Markus Kobelt, und vor der Kamera Robert Meierhofer. Robert, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Edelflieder und dann gibt es diese Fliederhybriden, diese kompakt wachsenden Flieder, die wir auch bei Lubera im Sortiment haben? Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, also man sieht hier den Edelflieder Syringa vulgaris botanisch. Er ist größer wachsend, er wird 2 bis 3 Meter hoch. Im Vergleich zu den Zwergflieder, die werden zwischen 1 Meter, 1,20 Meter, 1,50 Meter hoch. Und dann der wesentliche Unterschied ist eigentlich die Blüte. Edelflieder hat größere Blütenstände, sind 15 cm groß in Rispen. Der Duft ist etwas stärker bei den Edelflieder. Aber sonst sind beides eigentlich anspruchslose Sträucher, die in jeden Garten passen. Okay, wir haben hier gerade Rush Hour, es geht dem Mittag zu, trotzdem weiter mit den Fliedern. Weitere Frage, blühen die zur gleichen Zeit oder was ist der Unterschied bei der Blüte dann noch zwischen dem kompakt wachsenden Flieder und dem Edelflieder? Also sie sind ähnlich, beide blühen im Frühjahr nach dem Laubaustrieb. Die kompakten Flieder etwas früher, 1-2 Wochen früher als die Edelflieder. Edelflieder sind Mitte Mai bis Ende Mai und da sind gerade die Zwergflieder abgeschlossen von der Blüte. Einen Unterschied gibt es noch bei den Zwergflieder, die haben oft eine Nachblüte im August, September, Oktober, einen zweiten leichten Blütenflor. Gut, und jetzt kommen wir zum Schnitt, jetzt beim Edelflieder. Wie schneide ich den Edelflieder? Grundsätzlich, wann schneide ich den Edelflieder und was sind so die Grundgesetze, die zu beachten sind? Also ich schneide den Edelflieder wie die meisten Gehölze Ende vom Winter, Beginn vom Frühjahr, also wie jetzt. Wir haben Ende März, Anfang April. Das ist eigentlich ideal, kurz vor dem Austrieb. Der Schnitt ist sehr einfach, man muss nicht jedes Jahr schneiden, aber alle 2-3 Jahre einen starken Ast von unten am besten mit der Säge entfernen, damit der Strauch nicht vergreist und immer von unten wieder frische Triebe nachkommen. Ich kann es hier mal zeigen, wir haben hier ein Exemplar, das wird 6-7 Jahre hier stehen und so wie ich das sehe, ist das noch nie geschnitten worden. Und man kann erkennen, wir haben hier 3 bis 4 sehr starke alte Äste. Zeigst du sie mal? Einmal hier. Ja. Und dann 2 starke, ich zeig's mal mit der Säge, 2 starke Äste, die seitlich rausgehen aus dem Strauch, die eigentlich zum Zaun hin wachsen. Und ich mag jetzt diesen Flieder etwas begrenzen, dass er wieder in die Richtung kommt. Ja. Und gleichzeitig von unten neue Triebe bildet. Und was machst du als Maßnahme? Ideal wäre jetzt diesen Ast entfernen. Ja. Und diesen Ast, der hier rausgeht, entfernen, ja, dass der Busch weiter in den Garten reinkommt. Weil wir jetzt aber im Nachbarsgarten sind und ich nicht so radikal schneiden will, nehme ich nur einen Ast raus, den hier. Ich säge den hier unten. Ja, ich weiß okay. nicht, ob man das sehen kann. Ja. 20 cm über dem Boden ab. Warum 20 cm über dem Boden? Dass sich hier an dem Stummel, der stehen bleibt, das sind schlafende Augen und da werden dieses Jahr wieder frische Triebe entstehen. So dass sich der Strauch sozusagen wieder verjüngt. Genau. Kannst du noch zeigen, was du jetzt hier rausgeschnitten hast? Ich kann das zeigen. Das ist eigentlich ein großer Ast für diesen Strauch. Wenn man aber jetzt den Strauch anschaut, fällt eigentlich der Schnitt nicht groß auf. Und das ist eigentlich die Regel bei den meisten Ziersträuchern, dass man so auslichten sollte, dass der Schnitt fast nicht sichtbar ist. Und trotzdem zu einer Verjüngung der Pflanze genau. führt. Das, was ich jetzt geschnitten habe, könnte ich das jetzt in die Vase tun zu Hause, damit das noch zum Blühen kommt? Könnte man machen, ja. Man sieht hier schon an diesem Zweig hier die Blütenknospen, die schon drücken. Ja. Die starken, dicken, ja, da sind Blütenknospen schon vorhanden. Ja. Wenn man die in die Vase stellt, werden sie in 2-3 Wochen blühen. Okay, sonst noch was zum Schnitt von Edelflieder? Nein, sonst ist das eigentlich fast das Ganze, was man machen kann nach der Blüte. Die verblühten Blütenstände rausschneiden, das ist aber rein eine optische Maßnahme. Manche machen es, manche ist das zu viel Arbeit. Aber ansonsten einfach alle 2 bis 3 Jahre 1-2 Äste entfernen. Okay, herzlichen Dank, Robert Meierhofer.